So, drittes und letztes Vorrundenspiel gespielt und auch hier möchte ich euch wieder meine Tops und Flops nennen. Für mich natürlich ein absoluter Top, das weibliche Schiedsrichtergespann rund um Stephanie Frappart. Endlich kamen die Mädels zum Einsatz. Meiner Meinung nach eine sehr gute Leistung auch abgeliefert und gezeigt, da erhofft man sich noch mehr Spielzeit für die weiblichen Schiedsrichterinnen. Dann drei asiatische Mannschaften im Achtelfinale. So viel gab es noch nie. So viele asiatische Mannschaften haben noch nie die Gruppenphase überstanden. Allen voran natürlich Japan, aber auch Südkorea und natürlich Australien. Dann gibt es auch noch zwei Flops. Einerseits Uruguay, die Urus, die als ja, schlechte Verlierer sich gezeigt haben. Nochmal auch das deutsche Schiedsrichtergespann ordentlich angegangen sind nach Abpfiff und nach Abschluss der Begegnung. Da haben sie einfach gezeigt, welche Emotionen in ihnen stecken. Und ja, waren unschöne Szenen, die es eigentlich nicht braucht bei einer WM. Und natürlich die deutsche Mannschaft ausgeschieden in der Gruppenphase. Das Debakel von 2018 hat sich wiederholt, aber da möchte ich einfach die Effizienz und Chancenverwertung der deutschen Mannschaft nochmal bemängeln. Da waren wir ganz weit vorne in Sachen Chancen rausspielen im Expected Goals Wert sogar noch vor Spanien, Portugal, Argentinien, Brasilien und doch nur so wenig Tore geschossen. Und daran lässt sich arbeiten in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Und dann wird die deutsche Mannschaft, da bin ich mir sicher, auch wieder ein anderes Gesicht zeigen. Also auf geht's in die Knockout-Stages, bleibt dabei und bis bald zu meinen nächsten Tops und Flops.